Hallo, meine Lieben. Heute soll es um ein Thema gehen, welches unser Leben nachhaltig beeinflusst, welches unser Leben zur Tortur machen kann, im wahrsten Sinne des Wortes zur Hölle. Es geht darum, wenn narzisstische Wut dich trifft. Wenn du das Ziel narzisstischer Wut wirst, dann weißt du, was Hölle auf Erden bedeutet. Mein Name ist Hubert Hafner, ich bin Burnout- und Selbstwertcoach, Autor mehrerer Bücher und Gründer des Deutschen Instituts für Burnout. Das letzte Buch handelt um verdeckten Narzissmus. Es geht darum, auch im christlichen Gewand Narzissmus zu verstehen, zu erkennen und sich vor allem darauf einzustellen, mental vorzubereiten. Was narzisstische Wut provoziert, und wie diese Wut dann aussieht, warum sie entsteht, wie sie aussieht, was sie als Ziel hat, das soll das Thema dieses Videos sein, welches sofort losgeht. Narzisstische Wut zu provozieren ist vielleicht kein guter Gedanke und auch kein guter Tipp. Denn narzisstische Wut, wenn sie einmal entfacht ist, kann kein Mensch kontrollieren. Aber wie kann ich narzisstische Wut provozieren? Dazu ist es wichtig zu verstehen, was Narzissten in der Tiefe ausmacht, wie sie sind. Narzissten sind von klein an ein verletztes Kind. Es war in ihrer Vergangenheit etwas, das sie von sich abgespalten hat und sie ein perfektes Über-Ich zur Schau stellen mussten, um dieses kleine verletzte Kind, welches letztendlich immer um die Liebe der Mutter kämpft, um dieses Ich zu beschützen. Dieses Über-Ich, das sie kreiert haben, zeigt sie als starke, selbstbewusste, selbstvertrauende Menschen, die fähig sind, mit dem Leben klarzukommen, die keine Schwachstellen haben, die durch ihre Perfektion, Hilfsbereitschaft, Opferbereitschaft sehr oft positiv auffallen und auch in der Gesellschaft gefragt sind. Das heißt, Narzissten sind, wenn sie verdeckt sind, überhaupt nicht leicht zu durchschauen, sondern eher, wenn sie außer Kontrolle geraten. Das heißt, wenn jemand sie in diesem Über-Ich kratzt. Dazu genügt auf eine Anfrage eines Narzissten ein einfaches Nein. Und dann warte, was passiert. Plötzlich bricht ein Tornado los. Eine Tirade an Beschimpfungen, wenn jemand ein aggressiver Typ ist, dann kommt er das sofort heraus, aggressiv, er stürzt sich auf dich, versucht dich wieder in Form und in Spur zu bringen. Er kann dieses Nein nicht akzeptieren oder Kritik an seiner Person, Kritik an seinem Handeln. Nur der kleinste Kritik ist bei ihm Auslöser für Wut. Warum das so ist? Wenn dieses Über-Ich, das ja das kleine verletzte Ich beschützen soll, wenn dieses in Frage gestellt wird, dann wird für den Narzissten seine ganze Person in Frage gestellt. So wie es vielen schwerfällt, ich habe andere Videos dazu gemacht, warum wir nicht Nein sagen können, warum Ja sagen für uns so immer Ja sagen müssen, so ein Problem ist. Wer möchte, kann sich diese Videos anschauen. Ich werde sie unten verlinken. Für ihn ist es genau umgekehrt, das Nein gilt seiner ganzen Person. Wenn er dich um einen Gefallen bittet und du sagst Nein, mache ich jetzt nicht, dann ist es für ihn nicht Nein zu der Sache, sondern es ist Nein zu der Person. Nein zu sich. Du hast Nein zu ihm gesagt, du hast nicht seinem Wunsch entsprochen und er fühlt, dass du außer seiner Kontrolle gerätst, dass er keine Macht mehr über dich hat, weil du ja seinem Wunsch nicht entsprichst, dich seinen Anordnungen, seinen Gegebenheiten nicht unterordnest. Und somit ist er in seiner ganzen Person angegriffen. Das heißt, dieses Nein, dieses Kritik, das eigentlich positiv sein könnte, gilt für ihn als ganze Person. Und jetzt hat er Angst, dass dieses verletzte Kind irgendwann zum Vorschein kommt, das es doch zu beschützen gilt. Deshalb ist die narzisstische Wut so expressiv nach außen und vor allem hat sie ein Ziel, sie möchte die Kränkung, die sie jetzt erfährt, das heißt, sie wird gekränkt, möchte sie dir zurückgeben.
Das heißt, sie fühlt Schmerz, Schmerz, sie wird ertappt, ihre Person hinterfragt, das schmerzt sie in der Tiefe und diese Schmerzumkehr beginnt jetzt durch diese narzisstische Wut. All das, was jetzt losgeht, sei es verbal, manchmal auch körperlich, was ich schon gehört habe, zum Glück nicht erlebt, aber gehört, all diese Dinge sind dazu da, dir diesen Schmerz, den er empfindet, jetzt auch mitzuteilen, um dir zu zeigen, schau, so fühlt es sich an, so hast du mich verletzt und jetzt verletze ich dich, damit du nachvollziehen kannst, was du gerade mit mir gemacht hast. Du bist schuld, dass ich dich jetzt so behandeln muss, ist die Schuldumkehr die Rechtfertigung für den Narzissten und seine Wut. Das heißt, nicht er übernimmt die Verantwortung und sagt, oh, da habe ich völlig überzogen, ich habe dich da falsch behandelt, wenn das Ganze abgeflacht ist, sondern er geht darauf in die Schuldumkehr und sagt, hättest du nicht Nein gesagt, hättest du mich nicht kritisiert, dann hätte ich das Ganze gar nicht machen müssen. Das heißt, wer letztendlich schuld ist an der ganzen Situation, das bist du, nicht der Narzisst, nicht die narzisstische Wut, die völlig überzogen zur eigentlichen Sache ist, das ist nicht das Problem. Du bist das Problem. Du hast ihn provoziert, du hast ihn in Frage gestellt und jetzt hat er das Recht, diesen Schmerz, den er empfindet, diese Kränkung, diese Beleidigung, Majestätsbeleidigung möchte ich es mal nennen, diese dir jetzt drei- und vierfach zurückzuzahlen, damit du verstehst, wie es ihm geht. Und vor allem, dass er dich wieder unter Kontrolle kriegt. Er merkt durch das Nein, dass etwas für ihn jetzt außer Kontrolle gerät und die narzisstische Wut hat ein Ziel, nämlich dich wieder unter Kontrolle zu bekommen, dich wieder in seinen Machtbereich einschließen zu können. Das ist das Ziel von narzisstischer Wut. Dieses zu verstehen hilft, sich davor auch etwas zurückzuziehen und zu wappnen. Das Beste, was man machen kann, dieser Wut keine Nahrung zu geben, sondern dies vorbeiziehen zu lassen. Sie wird irgendwann vorbeigehen. Wenn es dann zu körperlicher Gewalt kommen sollte, sind natürlich andere Schritte einzuleiten. Aber hier geht es darum, wenn diese narzisstische Wut dich nicht körperlich trifft oder sogar dein Leben bedroht, sondern eher auf Dinge ausgerichtet ist oder mit Silent Treatment mit einhergeht. Das heißt, er schweigt dich an, er redet nicht mehr mit dir. All diese Dinge, diese dann, ich sag's mal, wenn man das kann, zu ertragen, über sich ergehen zu lassen, aber das Wichtigste, nicht darauf zu reagieren. Wenn man nicht darauf reagiert, verpufft diese Wut und irgendwann verändert sich das ganze Spiel. Wie sich das Spiel verändert, wird in einem anderen Video mein Thema sein. Hier ging es mir darum, diese narzisstische Wut, warum sie so wütend war und warum sie von 0 auf 100 aus einer Mücke einen Elefanten, einen Dinosaurier machen können. Und das ging es mir, weil ihr verletztes kleines Kind das wirkliche Problem ist. Da sie aber dieses Problem nicht an sich heranlassen können, weil sie ja ihr kleines Kind durch ihr Über-Ich beschützen, deswegen können Sie nur mit Wut reagieren, mit Aggression oder mit passiv-aggressivem Verhalten, um diese Schutzmauer aufrechtzuerhalten. Angst, diese Schutzmauer einbrechen zu lassen, ist das große Problem. Dieses Über-Ich, das in Frage gestellt wird, ist das Problem, das ein Narzisst hat. Und sobald dieses angegriffen wird, kommt diese narzisstische Wut zutage. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, wenn Narzissten wütend sind, dass sie dann tatsächlich auch wüten. Das heißt, dann gibt es keine Grenzen, kein Halt in vielen Fällen, weil sie ein Ziel haben, nämlich dich wieder zu ihrer Zufuhrquelle zu machen, dich wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir bitte den Daumen hoch, teilt dieses Video, weil das Thema Narzissmus so verbreitet ist und so unbekannt ist, dass es bekannt wird, dass Menschen sich damit auseinandersetzen können. Abonniert diesen Kanal, dann werdet ihr informiert, wenn ich ein neues Video produziere oder habt dann auch Zugriff in einer Liste auf alle meine Videos, die zum Thema Selbstwert und Minderwertigkeit, Burnout schon gedreht habe, dass ihr da Zugriff habt.
Und ich freue mich, wenn ich euch beim nächsten Video wiedersehe. Euer Hubert Hafner und ein liebes Grüßle.